Stefan, dich verkleide ich nächstes Jahr, ne, an Karneval als Fußball. Da kannst du immer, wenn du besoffen nach Hause kommst, singen. Football's coming home. Christian, weißt du, was der größte Witz der EM war? Ja, nicht die deutsche Leistung, ne? Der Elfmeter für England im Halbfinale, ey. Da weißt du auch, dieser scheiß Videobeweis. Fahr, für was der steht, nämlich der Schiedsrichter, war far away. Patrick, kauf dir doch ein Senioren-Navi, ne? Da zeigt er dann am Ziel auch noch an, was du da wolltest. So, Finale, ne? Pasta gegen Fish and Chips. Meine Fresse, ne? Und nicht Football is coming home, sondern Corona. Die Delta-Variante hat es ja ohne Punkt- und Torverlust direkt ins Finale geschafft, ne? Und wenn ich jetzt Sonntag nicht pünktlich ins dänische Bettenlager komme hier, ne, dann rappelt's, ey. Bitte unter der Woche keine Spiele mehr, ne? Mit Verlängerung, Elfmeterschießen, nur noch am Wochenende und hier bei Brückentagen. Was ich mich die ganze Zeit frage, spielen die da eigentlich Fußball oder machen die Bodentouren, ey, bei den ganzen Schwalbenkönigen, ey? Andi, ich bin in einer halben Stunde wieder da, ne? So lange kannst du ja bis 10 zählen. Ja, von wegen 90 Minuten dauert ein Spiel, ne? Sepp Herberger ist auch komplett lost bei der EM. Und die Kommentatoren, ey, meine Fresse, Bela Reti dann auch, ne, im England-Spiel, ne. Immer wenn der Philips gebrüllt hat, ist mein Fernseher ausgegangen. Und bei Reis habe ich Hunger gekriegt. Ferdinand, du bist auch der Grund, ne, warum Außerirdische noch keinen Kontakt zu uns aufgenommen haben. Mann, ey. Hermann, was machst du eigentlich mit der kleinen weißen Kugel, ey, wenn du das Mozzarella ausgetrunken hast? Schade wegen Dänemark, ne. Jede Parade vom Torwart war auf jeden Fall eine Schmeicheleinheit. Dänemark, ey, oder wie wir vor der EM gesagt haben, ne, so eine Wiese mit drei Kühen drauf, ey. Ich war hier für Dänemark. Bevor ich für England bin, ne, bin ich eher für den Schiedsrichter. Schiri! Kevin! Boah, der ist so hohl, ne? Ich hab den letztens gesucht. Ich so, Kevin, wo warst du denn? Und er so, ja, Trainer. Gute Spieler sind halt schwer zu finden. Andi, ich habe einen super Witz für dich, ne? Ein Franzose, ein Deutscher und Portugiese gehen in die Bar, ne? Der Italiener konnte leider nicht kommen, weil der ist ja noch bei der EM. Da dauert das Spiel am Sonntag wieder so lange, ne? Da schlafen die italienischen Fans, ne? Beim Autokorso, ne? Überm Lenkrad noch ein, ey. Wir haben ja bei uns nicht so viele Italiener, die bei uns wohnen. Unser Pizzabäcker, der musste sich beim letzten Autokorso schon zwei Taxis bestellen, die einfach so schön hinterherfahren, ey. Ich bringe das ja nicht übers Herz, ne? So ein italienisches Fähnchen mir ans Auto zu pinnen, ne? Naja, so eine Europaflagge langt ja auch, ne? Stefan, trinkst du noch mal einen Radler, ne? Dann zeige ich dich an wegen Bierquälerei. Bin mal gespannt, ob die Italiener bei der Nationalhymne wieder so mitbrüllen, ey. Dagegen wirkt Rammstein ja wie die Regensburger Domspatzen. Dann gibt's Verlängerung, dann hörst du aus deutschen Schlafzimmern wieder den Satz, ne? Schatz, wann kommst du denn endlich ins Bett? Ne? Und aus dem Wohnzimmer, ja, das dauert noch einen Moment, ne? Ich will die Italiener noch sehen. Ja. So sind sie, ne, die Frauen. Hermann, du lässt selbst einen Joghurt fallen, ne? Weil du denkst, der ist nicht haltbar. Ja, wir gucken das Spiel wieder bei unserem Italiener alle, Mann. Ne? Alle fünf Minuten bestellt dann der Hermann eine Pizza, ne? Nur um die zu ärgern, ey. Ich hoffe, dass der italienische Kellner, ne, wenn es dann irgendwie spannend wird und wir bestellen die ganze Zeit, nicht irgendwelche Schwalben vortäuscht. Ach, jetzt können wir nur hoffen, dass England das Ding nicht gewinnt. Ne? Holen die den Pokal, ey. Die feiern so lange, dann geht die Corona-Pandemie ja noch 20 Jahre. Männer, bei uns ist es wie bei einer Prügelei im Seniorenheim, ne? Streiten sich zwei, fliegen die Dritten.